So, und Sami ist Boxer und so kenne ich das auch. Genau, Hosen runter, Schuhe aus und Traumbody gezeigt. Deswegen stehen wir noch mehr der Wand mit der Hand drauf. So, Sami Müsse. Sami, guck mal hoch. 76,5 Kilo. Und Sami boxt morgen gegen Erhan Kalli. Erhan? Sami, du bist dein Gegner. Wo hast du den? Und dann kommen wir zum dritten Kampf. Der geht dann über vier Runden. Das ist dann Vadim Hasso. Vadim, hast du? Und Vadim Hasso boxt morgen gegen Arthur Weiss. Arthur, kommst du bitte zu uns? Die blaue Ecke wahrscheinlich kommt morgen. Die wird dann morgen extra gewogen. Also auch Arthur Weiss ist leider noch nicht da, den sehen wir dann erst morgen. So. Wann morgen hat die? Bei dir macht das ganz, ganz spannend. Wir machen alle. So, dann schauen wir mal bei diesem Kampfgewicht. Also, guck mal hoch. 81 Kilo. Hallo. Nadine hat seinen Trainer dabei. Bin ich da richtig? Bist du dein Trainer? Wie sieht es aus? Ist Maschine. Ja. Super. Cool. Moment. Sein Gegner mit 9 Machen. Ist gut. Also das haben wir ja hier, die blaue Ecke. Es gibt immer so eine rote und eine blaue Ecke. Und aus der blauen Ecke macht man morgen ein Extra. So, also, Nadine, toi, toi, toi für morgen. Und dann kommen wir zum nächsten Kampf. Zur nächsten Kampfpaarung, das ist dann Marcel Gottschall gegen Sead Lahovic. Nico! Marcel? Nico! Einfach ablegen. Nico! Marcel ist da. Marcel, gib Gas. Komm, wir machen. Was, du bist es? Nein, du bist es nicht. Okay. Ist er da? Nico? Das war anders. Ah ja. Sehr toll. Marcel wird morgen nachgewogen, also Ausnahmen bestätigen die Regeln. Er ist dann in der roten Ecke. Hallo Wolfgang. Und sehr gut. Und wenn ich das hier richtig lese, Seat, gibst du morgen dein Debüt? Ist das richtig? Ja. Also, er gibt sein Debüt morgen. Ich denke, er kriegt da jetzt schon mal einen großen Applaus. So, und thank you.
fährt schon mal hoch. Der Seat bringt 103 Kilo auf die Waage. So, das Team von Seat, wie sieht's aus? Ist er gut in Form? Fantastisch. Fantastisch, wo trainiert er normalerweise? Er trainiert einmal bei uns, in Bochum, in GK1. Und dann trainiert er wiederum in Dortmund, beim Dimitri und beim Nordin, Aschli. Sind die heute auch da? Unterwegs. Sind unterwegs, aber morgen Abend können wir sie begrüßen, ja? Spätestens. Super, wunderbar. Dann freuen wir uns auf einen tollen Kampf morgen. Ja, prima.